Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Nachrichtenfolge, beziehungsweise der wahrscheinlich erstmal letzten Folge vor einer kleinen Sommerpause. Aber ja, wir machen es wie gewohnt, ihr kennt es, wir starten mit der Innenpolitik. Ja, ihr werdet es vermutlich schon mitbekommen haben, als erstes müssen wir über die Vorfälle in Chemnitz sprechen, wo eben am Rande eines Stadtfestes ein Mann niedergestochen wurde, der dann später im Krankenhaus seinen Verletzungen leider erlegen ist. Und das wahrscheinlich von einem Syrer, einem Iraker, wobei der Syrer bereits vorbestraft ist und lediglich in Deutschland geduldet wurde. Und dieser Vorfall, der ist definitiv schrecklich und rechte Organisationen in Chemnitz haben eben das instrumentalisiert und hier zu Demonstrationen aufgerufen, woraufhin dann am nächsten Tag 800 Menschen als ja wütender Mob durch Chemnitz marschiert sind, gebrüllt haben, wir sind das Volk und das ist unsere Stadt und wahllos auf andere Menschen losgegangen sind, die eben ein ausländisches Erscheinungsbild haben oder hatten. Wobei ja natürlich nicht klar ist, ob das tatsächlich Ausländer sind oder ob diese Menschen seit der dritten Generation hier wohnen. Auf jeden Fall, ja, ist hier der Rassismus definitiv mit den Menschen durchgegangen. Die Rechten haben sich hier organisiert und sind da wahllos auf Menschen losgegangen. Und gerade das hat eben einen riesen Aufschrei in der deutschen Politik, in der Gesellschaft ausgelöst. Und ja, es wird mal wieder über Rassismus diskutiert, es wird mal wieder über den Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft diskutiert, weil eben in diesem wütenden Mob nicht nur Skinheads dabei waren, die hier einfach mit Glatze, der typische Neonazi, sondern da sind Familien mit Kindern dabei gewesen, die eben für sich sagen, ja, wir haben doch aber, wir sind keine Nazis, aber wir haben Angst etc. Und daran sieht man doch deutlich auch diesen Rechtsruck, über den es hier auch in Deutschland diskutiert wird. Und der zweite wichtige Aspekt hierbei ist, dass der Haftbefehl für diesen Syrer im Internet geleakt wurde. Das heißt, irgendwo scheint es ja, man weiß nicht genau wo, das kann die Justiz sein, das kann die Polizei sein etc., ja, irgendjemanden zu geben, der das den Rechten zugespielt hat, die das wiederum geteilt haben in den sozialen Medien, sodass jetzt eben eine regelrechte Jagd auf diese Person hier gemacht wird. Und das geht auf keinen Fall in einem demokratischen Rechtsstaat. Denn solange nichts bewiesen ist, gilt die Unschuldsvermutung und alle diese Zeugen, die auf diesem Papier stehen und auch eben der, ja, der gesucht wird, müssen jetzt von der Polizei hier in Schutz genommen werden, in Schutzhaft vor allem, weil ja diese Personen sonst gefährdet sind, eventuell hier von Rechten angegangen zu werden. Ja, und jetzt, nachdem wir über das Thema gesprochen haben, was wahrscheinlich doch am meisten polarisieren dürfte, praktisch mehr zu den langweiligen Alltagspolitiken, die nichtsdestotrotz mindestens genauso wichtig sind. Denn unter anderem prüft jetzt die bayerische Justiz, inwieweit Politiker und Behörden in Haft gesteckt werden können, wenn sie Urteile nicht umsetzen. Denn vor allem in Bezug auf den Abgasstreit gab es jetzt doch einige Urteile von Gerichten, die gesagt haben, dass die Politiker eben entsprechende Gesetze umsetzen müssen, damit die Stickstoffbelastung etc. in Städten runtergeht. Die Politiker haben das letztlich dann aber nicht getan und mussten Geldstrafen zahlen. Allerdings müssen das nie die Politiker selber tun, sondern das sind die Behörden, die Geld zahlen. Letztlich zahlt der Bund oder die Gemeinschaft, der Staat, zahlt also praktisch Geld als Strafe an sich selber. Das ist nicht ganz Sinn des Ganzen und das ist kein Druckhebel, kein Momentum, womit man eben diese Politiker hier festhalten kann. Und das ganze System ist eben darauf ausgelegt, dass Behörden auf Urteile von der Justiz hören und das tatsächlich umsetzen. Es gibt da derzeit kein Druckmittel, weswegen die bayerische Justiz jetzt beim Europäischen Gerichtshof angefragt hat, ob das in Ordnung ist, Politiker hier in Beugehaft zu nehmen, also die Politiker zur Not in Haft zu nehmen, falls sie Gesetze und Gerichtsurteile hier nicht umsetzen. Und das wird sehr interessant werden, weil vor allem im Abgasstreit eben nichts in Bewegung kommt. Und durch ein solches Urteil, dass das möglich wäre, würde wahrscheinlich doch einiges vorankommen. Ein letzter Punkt zur Innenpolitik ist die Rentenpolitik, denn da gab es ja ein bisschen Streit zwischen CDU, CSU und der SPD in der großen Koalition. Jetzt in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen, wie denn so die Rente aussehen soll. Und eigentlich war die Rente bis 2025 festgelegt und Angela Merkel hat gesagt, hier wollen wir nicht dran rütteln, es gibt eine Rentenkommission, die wird in ein, zwei Jahren hier Vorschläge machen, wie es dann weitergeht. Jetzt hat man sich aber unter anderem wegen den vergrößerten Steuereinnahmen, über die ich letzte Woche berichtet habe, darauf geeinigt, dass eine doppelte Haltelinie eingeführt wird. Das heißt, nicht mehr als 20% des Beitragssatzes wird von Arbeitnehmern und Arbeitgebern hier zu gleichen Teilen eingezahlt. Darüber möchte man nicht gehen, das heißt, das war der Punkt der CDU, man möchte Arbeitnehmer entlasten. Die SPD wiederum hat den Punkt bekommen, dass das Rentenniveau nie unter 48% fallen soll. Das heißt, 48% von dem Nettolohn, den man während man gearbeitet hat, so bekommen hat. Wobei Kritik zum Beispiel von den Linken kommt, 48% von dem Gehalt von einer Putzfrau, von einem LKW-Fahrer,
Davon können viele Menschen einfach im Alter einfach nicht leben. Und dementsprechend kommt viel Kritik davon. Das ist zwar erstmal ein Rentenpaket, was bis 2025 so festgelegt ist. Aber ja, wie gesagt, Kritik kommt hier von der Linken, aber zum Beispiel auch von der FDP, die sagt, das ist zwar ein Rentenkonzept bis 2025, für viele jetzt Rentner und für viele Rentner in den nächsten 10 Jahren, aber ein richtiges Rentenkonzept für die Jugend, also Menschen in unserem Alter von 20 bis 30 bis 40, da gibt es kein großes Konzept und wir alle müssen uns darauf einstellen, dass wir ja wegen dem demografischen Wandel schlicht einfach nicht mehr viel Rente vom Staat bekommen werden und müssen da selber für uns vorsorgen. Und da wird es viele Menschen geben, die das viel zu spät feststellen und am Schluss in der Rente dastehen mit sehr, sehr wenig Geld. Und dafür gibt es eben derzeit leider noch kein Konzept. Ja, nachdem ich gerade doch recht ausführlich doch die Thematiken der Innenpolitik ja ausgeführt habe, vielleicht noch kurz zur Außenpolitik ein paar Sachen. Der eine Punkt ist, da der Krieg in Syrien ja offiziell von Russland und Syrien bekannt gegeben zu Ende ist, sind doch einige Menschen derzeit auf dem Rückweg. Tausende gehen derzeit vom Libanon, wo eben es Millionen Flüchtlinge aus Syrien sind, in einem sehr, sehr kleinen Land, gehen die Menschen langsam wieder zurück. Aber das ist nur der Anfang. Tausende Menschen im Vergleich zu Millionen Flüchtlingen ist noch nicht viel und viele warten auch ab, ob es tatsächlich sicher in Syrien ist. Viele Menschen mit Familie, mit Kindern, wo warten eben ab, ob tatsächlich es nicht doch noch einige Milizen gibt, vom IS etc., die irgendwo unterwegs sind. Und da wird eben darauf abgewartet. Das wird wahrscheinlich auch noch ein halbes Jahr dauern, ein Jahr, bis tatsächlich die große Massenbewegung kommt, dass Flüchtlinge wieder zurück nach Syrien gehen. Wobei da eben auch dagegen spricht, dass Syrien komplett zerstört ist. Für den Wiederaufbau müssen Millionen und Milliarden und Abermilliarden investiert werden, weil ganze Städte wie die Millionenstadt früher Homs, die liegen komplett in Schutt und Asche und da steht eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen und dafür muss sehr viel Geld aufgewendet werden und sehr viel Arbeit, dass hier Syrien wieder aufgebaut werden kann. Noch kurz zum Iran und den Beziehungen zu den USA, denn die haben ja Sanktionen gegen den Iran verhängt nach der Aufkündigung des Atomabkommens und das trifft den Iran sehr, sehr hart. Selbst die Unterstützung durch Europa, durch Russland und China kann das eigentlich ja sehr schwer auffangen tatsächlich und dementsprechend ist der Iran jetzt vor den Internationalen Gerichtshof gezogen und sagt, es gibt ein Freundschaftsabkommen zwischen den USA und dem Iran von 1955, worauf sie sich eben berufen, dass das nicht rechtens ist, was die USA hier eigentlich tut. Das Problem ist, die USA hat sich diesem Gerichtshof nicht unterworfen und auch nicht der World Trade Organization. Das heißt, selbst wenn es da zu einem Urteil kommen sollte, können sie es einfach ignorieren. Dann würde es in den Sicherheitsrat der UN gehen, die darüber entscheiden würden, ob es Sanktionen gegen die USA gibt, wo die USA ein Vetorecht haben. Also man sieht, an sich können die USA hier tatsächlich machen, was sie möchten. Den Iran trifft es hart. Und das zeigen zum Beispiel auch die Benzinpreise derzeit bei uns, die um ein ganzes Stück ansteigen. Der Preis für ein Barrel Öl ist um 25% gestiegen, seitdem die Sanktionen von den USA gegen den Iran verhängt wurden, weil eben der Iran ja ein großer Förderer derzeit von Erdöl ist. Es gibt weniger Erdöl, dadurch steigen die Preise. Und das trifft letztlich nicht nur den Iran, sondern eben ja derzeit mit den Benzinpreisen hier eigentlich uns alle auch in Europa. Ja, eine gute Nachricht der Woche geht erstmal ein bisschen was Schlechtes voraus, denn die USA haben Hilfsgelder, die eigentlich an Palästina gehen sollten, gekürzt und gestrichen. Und das sind eben Gelder, die unter anderem dafür da sind, ein normales Zusammenleben in dem sehr armen Land Palästina zu ermöglichen, was eben ja im Krieg ist, mehr oder weniger mit Israel im großen Konflikt. Und diese Hilfsgelder sollen ein normales Leben ermöglichen, dass dieser Konflikt eben gelöst werden kann. Und die USA versuchen hier praktisch mehr oder weniger erpresserisch da eine Lösung zu erzwingen, indem sie diese Hilfsgelder streichen. Die gute Nachricht der Woche ist, dass hier die internationale Gemeinschaft, die UN, einspringt und die Lücke von 300 Millionen US-Dollar schließt, sodass eben dieses normale Zusammenleben weitergehen kann. Und das zeigt sich am allerbesten darin, dass eben Kinder weiterhin zur Schule gehen können. Und Bildung ist und bleibt nun mal die Grundlage einfach für ein friedvolles Zusammenleben, für ein konstruktives und friedvolles Zusammenleben. Und deswegen finde ich das hier definitiv eine gute Nachricht der Woche wert, dass eben die USA mit ihrem Alleingang nicht überall durchkommen und dass die internationale Gemeinschaft doch da sehr viel helfen kann, vor allem für Kinder, für Bildung, für Schulen. Ja, und letztlich war es das dann eigentlich auch schon wieder von den Nachrichten von dieser bzw. letzter Woche. Und wie gesagt, die nächsten 3 Wochen wird vermutlich kein Video kommen. Ja, kleine Sommerpause. Insgesamt wünsche ich euch noch einen schönen Sommer. Genießt die Temperaturen, genießt das letzte schöne Wetter. Und dann sehen wir uns, ja, hoffentlich beim nächsten Video wieder.